Ich mach die Tür auf. Es ist ein kleines Kätzchen. Oh, du bist so niedlich. Komm her, du. Du armes Kätzchen. Du kommst mit mir nach Hause. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Willst du losziehen und es erkunden? Ein kleiner Haufen. Sieht aus, als würde sie sich schon wohlfühlen. Oh-oh, jemand ist in die Katzenkacke getreten. Ekelhaft. Es ist der böse Stiefvater des Mädchens. Igitt, du hast eine Katze mit nach Hause gebracht? Gib sie mir. Du gehst jetzt raus. Wer ist das an der Tür? Hey. Es ist der Papa des Mädchens. Heute ist mein Tag. Ich komm vor lauter Katzenpipi in die Augen nichts mehr sehen. Nimm diese Katze und verschwinde. Was? Auch so. Papa, du bist da. Komm rein. Lass uns mit Kitty spielen. Ich habe eine bessere Idee. Wir werden Kitty ein Katzenhaus bauen. Ich bin so aufgeregt. Dann wollen wir mal loslegen. Als erstes müssen wir den Tisch sauber machen. So viel Staub. Einatmen und wegpusten. Unter dem Schreibtisch wimmelt es von Spinnenweben und Spinnen. Die müssen wir auch loswerden. Hä? Kaugummis? Die sind bestimmt schon 100 Tage alt. Igitt. Also gut, fangen wir an zu bauen. Zuerst schraube ich Hartfaserplatten an jede Seite des Tisches. Lass den vorderen Teil einfach offen. Was kommt als nächstes? Wir brauchen Fenster. Ich zeichne ein großes Herz und schneide es aus. Liebe liegt in der Luft. Oh, da fehlt noch etwas. Ich möchte Puppets hinzufügen. Nun, dieser Marker ist jetzt nutzlos. Zeit, die Wände zu streichen. Stell die Rolle ab und trage die Farbe in Regenbogenfarben auf. Jetzt geht's los. Verteile die Farbe so auf der ganzen Wand. Regenbogenwände. Perfekt. Warte, wir dürfen den Vorhang nicht vergessen. Ich habe einen gefunden. Ich habe ihn. Ah, Privatsphäre! Danke für den Vorhang. Tada! Die Vorhänge schließen sich. Ich hoffe, du hast die Show genossen. Du siehst gut aus. Als nächstes ein Teppich. Weich und flauschig wie Kitty. Wow, schau dir dein neues Zuhause an, Kitty. Sieh dir ihr Gesicht an. Was sollen wir damit machen? Oh, ich weiß schon. Diese besondere Ecke ist für Teddy. Wir schenken dem Kätzchen ein Herzplüschtier zum Knuddeln. Ich werde das Herz in seinen Füßen nähen, damit es nie wieder losgelassen wird. Vergiss nicht, den überschüssigen Faden abzuschneiden. Noch besser, das ist jetzt Kittys Bett. Ich glaube, sie findet es schnurrig schön. Sie ist fest eingeschlafen. Das haben wir toll gemacht. Gut gemacht, Papa. Pass auf den Eimer auf. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Oh. Oh, das bringt mich auf eine tolle Idee. Lass uns den Eimer in zwei Hälften schneiden. Pass auf die Finger auf. Dann schneide ich zwei Quadrate zurecht und schraube sie an zwei kleine Holzleisten. Als nächstes werde ich die Seiten mit einer Poolnudel sichern. Voila! Das ist eine Katzenrutsche. Aber eine Rutsche macht mehr Spaß mit einem Pool. Oh je, diese Füße brauchen ein richtig gutes Bad. Nun, das kann er ein anderes Mal haben. Ich nehme diesen aufblasbaren Mini-Pool mit. Ich werde ihn mit Katzenstreu ersetzen. Was ist das denn? Katzenkacke! Hier ist das Becken für die Rutsche. Anstelle von Wasser schütte ich Wasserkugeln hinein. Das ist ja toll! Ich bin ganz schön clever, was? Puh, das war anstrengend. Huh? Schau dir deine Hose an! Dieses Kätzchen hat gerade meine Jeans als Kratzbaum benutzt. Wenn du dich kratzen willst, gebe ich dir eine Poolnudel. Steche mit einem Grillstock in die Seite und füge eine kleinere Poolnudel hinzu. Was noch? Ah, ich werde die Poolnudel mit einem grünen Seil umwickeln, damit sie mehr wie ein Kaktus aussieht. Füge Blumen hinzu und stelle ihn in einen Topf.
ein Kaktuskratzbaum. Ein lustiges Spielzeug und eine tolle Dekoration für Kittys Zuhause. Kitty ist überglücklich mit ihrem neuen Spielzeug. Sie hat ein Auge auf den Preis geworfen. Ich bin froh, dass es dir gefällt. Ich muss meine Haare kämmen. Oh, warte mal. Noch eine bunte Idee. Diese bunten Borsten werden das Kätzchen anlocken. Ich werde sie an der Wand befestigen. Ich schätze, sie mag ihren neuen Beißring. Ich glaube, deine Hose gefällt dir besser, Papa. Nach all den Spielsachen, die ich dir geschenkt habe. Papa ist der beste Kratzbaum. Oh, Papa hat etwas vor. Ich habe es geschafft. Ich nehme die Hausschuhe. Danke. Was ist passiert? Ich bin nicht sicher. Puh. Also gut. Ich hänge die Hausschuhe an die Wand und benutze sie als Regal. Hier kommen Kittys Putzzeug und die Leckerlis. Und hier das Katzenspielzeug. Das ist schön. Und ein hängender Fisch an der Decke. Schnurrig perfekt. Alles ist fertig. Das Kätzchenhaus ist fertig. Yeah! Kätzchen, wo bist du? Kätzchen! Ja, bist du ja. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Kitty, wach auf! Papa, hilf mir, Notfall! Was ist denn los? Ich glaube, Kitty ist krank. Bringen wir sie ins Krankenhaus. Zeit, den Doktor zu spielen. Sie sieht wirklich blass aus. Was ist denn mit dir los? Ich werde zuerst ihren Puls überprüfen. Oh je, ihr Herz wird schwächer. Wird sie sterben? Uns fällt schon was ein. Ich weiß, sieht so aus, als müssten wir ein Medikament spritzen. Geht es ihr gut? Hat es funktioniert? Es hat nicht geklappt. Ich schätze, es ist Zeit, einen Defibrillator zu benutzen. Oh, so elektrisch. Kitty ist immer noch nicht wach. Ich dafür schon. Kitty, ihre Seele entweicht wie ein Geist. Wir müssen sie wiederbeleben. Und wenn wir versuchen, sie zu füttern? Ich habe ein Katzenleckerli gefunden. Katzenfutter? Ich denke, wir können es versuchen. Machen wir es auf. Schnell. Nimm einen Löffel und fütter sie. Es hat geklappt. Dieses doofe Kätzchen wollte die ganze Zeit nur Futter. Juhu, sie lebt. Das war ein ganz schöner Schreck. Okay, lass uns losgehen und etwas zu essen holen. Sie haben so viel Zeit miteinander verbracht. Das ist meine Chance, Papa ein schlechtes Image zu verpassen. Haha, ich werde Hundetoilettenschiller aufstellen. Das Katzenhaus ist offiziell eine Hundetoilette. Oh nein, ein Hund hat wirklich in das Katzenhaus gemacht. Wir sind wieder da. Nächstes Mal bauen wir ein größeres Katzenhaus. Irgendetwas riecht komisch. Riechst du das auch? Ja, schau mal. Lass mich denken. Aha, der Ultra-Poop-Scooper. Damit können wir einfach alle Haufen aufsammeln wie ein Profi. Hier geht meine Nase. Ah, jetzt ist es in Ordnung. Ha, mein Plan ist gescheitert. Verdammt. Was ist passiert? Ich kann Kenny nicht finden. Kenny, lass uns losgehen und sie suchen. Was glaubst du, wo sich Kitty versteckt? Hast du sie gesehen? Wir müssen weitersuchen. Oh, hört ihr das? Im Rucksack. Ah, ich glaube, ich weiß, wo Kitty ist. Oh, Kitty, bist du hier? Ich habe dich gefunden. Sie war die ganze Zeit in deinem Rucksack. Kitty, ich dachte, ich hätte dich verloren. Problem gelöst. Ha? Warte mal kurz. Das Raketenschiff? Und ein Rucksack? Es ist Zeit zum Basteln. Zuerst zeichne ich einen Kreis in die Mitte des Rucksacks. Ich benutze den Globus als Vorlage. Dann schneide ich den Kreis aus, um ein Loch zu machen. Platziere ein Raketenschiff darum herum. Als nächstes klebe ich die Weltkugel über das Loch. Voila! Eine Raketenschiff-Tasche für Kitty. Hüpfe in den Raketenschiff. Ich muss vorsichtig sein. Er darf nicht herausfinden, dass ich Kitty bei mir habe. Was ist das für ein Geräusch? Hast du die Katze
hergebracht? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das macht nichts. Ich habe wohl Dinge. Kattys Fell ist so weich. Oh nein, ihr Fell ist auch schmutzig. Schauen wir uns das mal genauer an. Igitt, das ist voll mit Keimen und Würmern. Wir müssen sie mit einer Pinzette herausziehen. Ungezieferbefall. Diese Spinne sieht aus, als hätte sie einen giftigen Biss. Ekelhaft. Lass uns Kittys Fell mit einem speziellen Kamm bürsten. Er entfernt mit jeder Bürste den ganzen Schmutz und das Fell. Drücke die Bürste, um das Fell herauszudrücken. Es gibt noch mehr. Ein Katzenhut aus Fell. So kann man recyceln und dabei auch noch schick aussehen. In der Klasse sind keine Haustiere erlaubt. Ich hoffe, ich sehe nicht verdächtig aus. Ich habe etwas in meiner Tasche versteckt. Ich habe meinen Welpen mitgebracht. Nimm ein paar Leckerlis. Wer ist ein guter Junge? Huh? Oh Mist, der Lehrer kommt. Chase, versteck dich. Los, schnell. Hallo, Herr Lehrer. Irgendetwas kommt mir verdächtig vor. Was hast du denn da in deiner Tasche? Nichts, ich habe keine Haustiere dabei. Okay, ich bin überzeugt. Oh, Chase wittert Ärger. Ihre Schnürsenkel zusammenzuknoten ist die beste Rache. Ah, ich bin gefallen. Noch schlimmer, Chase hat auf die nagelneuen Schuhe des Mädchens gepinkelt. Das wird definitiv einen üblen Gestank hinterlassen. Das hast du davon, wenn du dich mit mir anlegst. So geht's, Kumpel. Ich bin wieder da. Was zum? Sind das Pfotenabdrücke überall auf dem Boden? Da ist eine Spur. Auf keinen Fall. Sie sind auch auf meiner Couch und an den Wänden. Ich folge der Spur besser weiter. Sieht aus, als hätte mein Mann eine Pfotenmassage bekommen. Wohin führt diese Spur aus Pfotenabdrücken? Ich glaube, ich komme der Sache näher. Da ist es. Chase ist der Übeltäter. Oh, was? Ich muss diesem Hund eine Lektion erteilen. Gib mir den Ballon sonst. Willst du ihn platzen lassen? Sieh zu und lerne. Jetzt, wo ich den Ballon habe, werde ich die Lippen aufschneiden. Jetzt warte, bis die Luft ganz raus ist. Wir werden daraus Pfotenschuhe machen. So werden seine Pfoten nicht mehr ganz so schmutzig. Das ist ein toller Hack. Das viele Herumlaufen hat ihn erschöpft. Es ist Zeit, sich auszuruhen. Chase, wo bist du? Es ist Zeit zu essen. Oh nein. Chase, du siehst nicht so gut aus. Nein, ich komme schon. Was ist los, Chase? Wach auf, Chase, bist du krank? Wir brauchen Hilfe. Was ist denn hier los? Oh, Chase bewegt sich nicht. Wir müssen einen Tierarzt rufen. Ich bin schon da. Wow, du bist so schnell. Okay, ich werde zuerst deinen Herzschlag überprüfen. Mal sehen, das Herz ist irgendwie schwach. Oh nein, ihr Welpe ist sehr krank. Ich muss ihm ein Medikament spritzen. Bitte tun Sie ihm nicht weh. Das wird sicher sein. Die Nadel ist abgebrochen. Was soll ich nur tun? Oh, richtig. Ich muss den Defibrillator benutzen. Weg! Ich glaube, du hast nur sein Fell verbrannt, anstatt ihn zu retten. Warum funktioniert es nicht? Es ist an der Zeit, die großen Geschütze aufzufahren. Zuerst muss ich den geheimen Gegenstand freischalten. Ich präsentiere euch das ultimative Hundeleckerli. Wow. Es ist so glänzend. Dieses Heilmittel ist einmalig. Seht ihr? Allein durch den Duft des Leckerlis fühlt er sich schon viel besser. Juhu, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Alles, was er braucht, um behandelt zu werden, war ein Leckerli. Schieß den Ball! Das ist ein entscheidender Moment. Er ist dabei, ein Siegestor zu schießen. Der Welpe kaut auf dem Fernsehkabel herum. Oh-oh. Was ist mit dem Fernseher passiert? Ich darf dieses Spiel nicht verpassen. Hä? Du böser Hund, du hast die Fernseher kaputt gemacht. Du brauchst eine Tracht Prügel. Lauf nicht vor mir weg. Dad, tu ihm nicht weh. Er hat's nicht so gemeint. Oh, ich habe eine Idee. Ich schneide die Pop-Tubes auf. Da ist genug Platz für ein paar Drähte drin. Ich werde die Fernsehdrähte in die Kanalröhre einführen, damit sie geschützt sind. Das gleiche mache ich mit der gelben Röhre. Jetzt verbinde die beiden Röhren miteinander und die Kabel sind sicher und gesund. Jetzt können wir in Ruhe fernsehen. Oh, sieh dir diese Katze an. Ich liebe diese Sendung. Ach ja? Das ist ziemlich lustig. Oh, der Welpe schnüffelt schon wieder an den Drähten. So schade, dass er sie nicht mehr beißen kann. Mehr Glück beim nächsten Mal, Kumpel.
nein, warum seid ihr so schmutzig? Ihr macht das ganze Bett so schmutzig. Es ist Zeit, ein Bad zu nehmen. Chase, wo gehst du hin? Huh? Ich gehe Chase hinterher. Ach komm, zwing mich nicht, euch beiden hinterher zu jagen. Sieh mal, Chase geht direkt auf die Toilette. Er ist so ein schlauer Hund. Willst du jetzt ein Bad nehmen? Hier, ich wische den Schmutz aus dem Fell. Oh je, das ist aber eine große Sauerei. Ich habe das Gefühl, die Reinigungszeit ist noch lange nicht vorbei. Oh nein, jetzt kommt der Fellschüttler. Ende. Ich sollte als nächstes meinen Lippenstift machen. Igitt, ist das Hundefell? Es ist überall auf meinen Sachen. Oh mein Gott. Mein Lieblingssandwich, Igitt. Irgendetwas ist anders. Warum ist da so viel Fell auf meinem Sandwich? Schau dir mein Kuscheltier an. Warum ist es voller Fell? Wo kommt das denn her? Was zum... Da ist eine Spur aus Fell auf dem Boden. Ich sollte ihr folgen und herausfinden, woher sie kommt. Wohin führt sie? Eine Spur? Wir alle sollten ihr folgen. Da! Irgendetwas sagt mir, dass das nicht der echte Chase ist. Warte, da stimmt etwas nicht. Da ist der echte Chase. Ich weiß, wie man das in Ordnung bringt. Ich habe eine spezielle Fellbürste. Ich werde Chases Fell bürsten. Das müssen wir jetzt jeden Tag tun. Jetzt, wo wir das überschüssige Fell von Chase haben, drücken wir die Bürste nach unten, um es auszulösen. Und da schaufle ich es mit diesem geformten Schöpfer auf. Tada! Es ist ein endförmiges Fell. Pelzige Entchen sind besser als Gummientchen. Wahnsinn, was für ein süßes Entchen. Wer hätte gedacht, dass man aus einem Hundefell ein Spielzeug machen kann? Wo ist mein anderer Pantoffel? Ich suche ihn schon seit Ewigkeiten. Dieser böse Hund kaut auf meinem Pantoffel herum. Du dummes Hündchen, gib ihn mir zurück. Wag es nicht, mit mir Tauziehen zu spielen. Ich sag dir, gib ihn zurück. Und komm nicht mit diesem Weltenblick. Hey, such dir was anderes zum Kauen. Sieh nur, was du mit meinem Pantoffel gemacht hast. Wie kann ich den noch anziehen? Dein Hündchen hat meinen Pantoffel kaputt gemacht. Riechst du das? Ja, das tue ich. Oh je, die Keime haben die Zeit ihres Lebens im Mund des Welpen. Es ist Zeit, ihnen die Zähne zu putzen. Igitt, deine Zähne sind ganz schmutzig und eklig. Halt still, während ich dir die Zähne putze. Hör auf zu beißen. Ich kann nicht glauben, dass er die Zahnbürste kaputt gemacht hat. Wir brauchen einen anderen Plan. Ich habe eine Idee. Bereite einen Handschuh vor. Dann schmiere Kleber auf den Zeigefinger, damit wir die Bürste draufkleben können. Einfach so. Jetzt wird es einfacher, dem Hund die Zähne zu putzen. Mach auf, Kumpel. Diesmal kannst du es nicht abbeißen. Voilà. Ich glaube, er ist glücklich mit seinen sauberen Zähnen. So ein guter Junge. Pass auf! Spastische Gefühl ist nicht schön. Bist du in einen Haufen getreten? Oh je, das ist ja eklig. Ich werde einfach dieses Krallengerät benutzen, um deine Socke auszuziehen. Zieh die Socke einfach so vorsichtig ab. In den Müll geht sie. Okay, fertig. Was, da ist noch mehr? Es ist überall, wo ich hingucke. Oh nein, das ist ein stinkendes Problem. Aha. Ich weiß. Wir müssen dem Welpen eine Windel anziehen. Wir müssen dir erst beibringen, wo du kacken musst. Keine Unfälle mehr auf dem Boden. Gut gemacht, Mama. Juhu, rutschen. Komm schon, Chase, rutsch. Beeil dich, du lahme Schnecke. Hab keine Angst. So ist es gut. Das macht doch Spaß, oder? Sieht so aus, als hätte Chase Angst vor Rutschen. Was ist denn mit ihm los? Warum versteckt er sich im Eimer? Sieh dir diese Welpenaugen an. Da stimmt eindeutig etwas nicht. Chase hat Angst vor der Rutsche. Denkst du, was ich denke? Bereite einen Eimer und einen Cutter vor. Pass auf deine Finger auf, wenn du den Eimer in zwei Hälften schneidest. Wir benutzen die Eimerhälften als Rutsche. Hol Nudeln für die Griffe und ein Bälleblatt, in dem wir landen. Auf geht's, Chase. Schau, Kumpel, wir haben dir eine lustige Rutsche gebaut. Chase scheint seine neue pelztastische Rutsche zu genießen. Die erste Herausforderung ist es, deine Wurst mit deinem eigenen Dip zu beenden. Ich fange an. Ich werde die Wurst in zwei Hälften teilen. Eine für mich und eine für meinen Hund. Los geht's. Warum ist mein Anteil so klein? Ach so, ich fange an, meine Wurst darin einzutauchen.
Ich liebe Ketchup. Grace hat angefangen, ihr Essen zu genießen. Ich bin enttäuscht von meinem Essen. Oh nein! Heiß, heiß, heiß! Das hast du davon, du gieriges Mädchen. Ich werde ein Stäbchen nehmen und mein kleines Stück Wurst erhitzen. Dann tauche ich meine Wurst in diese leckere Soße. Jetzt ist es an der Zeit, sie zu verschlingen. Ich könnte sie mit einem Bissen aufessen. Ich habe mir die Zunge verbrannt. Ich brauche ein Eis. Puh. Hä? Der Hund isst sein Würstchen zuerst auf. Ist etwas von meiner? Nein, danke. Ich habe verloren. Gessen. Wow, wir haben Karotten für diese Challenge. Okay. Mit dieser Karotte stimmt etwas nicht. Hilf mir. Sieht aus, als hätte die Karotte Bauchschmerzen. Oh nein. Zeit, den Doktor zu spielen. Wir müssen eine Ultraschalluntersuchung machen. Bleib ruhig, das Gel ist ein bisschen kalt. Ich werde jetzt deinen Bauch abtasten. Oh je. Die Karotte ist mit Zwillingen schwanger. Ich muss Mama Karotte in den Schlaf versetzen, damit ich die Babys herausholen kann. Schlaf gut. Zeit für die Extraktion. Ich muss nur noch Linien um ihren Bauch ziehen und dann ist es Zeit, sie aufzuschneiden. Ich bin so nervös. Danke, Kumpel. Die Zwillinge sind in Sicherheit. Hä? Das andere Baby bewegt sich nicht. Wach auf, wach auf. Oh, Gott sei Dank, es hat nur geschlafen. Auf geht's, Babys. Wir müssen deine Mama wieder zusammennähen. Die Operation war ein Erfolg. Mama Karotte und ihre Zwillinge. Deine Karotten sind doch nur Spielzeug. Ich rieche hier etwas. Wow, unter den Karotten sind Leckerlis versteckt? Treffer! Warte, was? Noch eins. Njom, njom. Und schon sind wir bei der letzten Leckerei. Der Hund gewinnt, weil er seine Leckerlis aufisst. Grace hat nicht einmal ihre Karotte gegessen. Das Essen für diese Herausforderung ist Salat? Huh? So ein lahmes Essen. Mein Essen ist Hundefutter? Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor. Das sollte dein Futter sein, nicht meins. Wow, da ist Futter drin versteckt. Ein Katzenleckerli für einen Hund und Hundefutter für einen Menschen? Vielleicht kann ich das zu meinem Hund schmuggeln. Nicht schummeln. Oh Mann, der rote Alarm hat aufgehört zu blinken. Aber ich will das trotzdem nicht essen. Warte mal, Hundefutter ist eigentlich ganz gut. Vielleicht finde ich auch das Katzenleckerli gut. Oh nein, warum haben sich meine Ohren in Katzenohren verwandelt? Der Hund hat sich in eine Katze verwandelt. Das ist so lustig. Hä? Hundeohren? Hundepfoten? Oh nein, eine Hundenase? Grace hat sich in einen Hund verwandelt. Bei der nächsten Herausforderung wird es jetzt stachelig. Aua, das ist ein echter Kaktus. Was? Meiner riecht nach Schokolade. Das sehe ich. Ich werde meinen auch lecken. Aua, ich habe mir Splitter eingefangen. Ich brauche erste Hilfe. Eine Spritze? Sieht so aus, als müsste ich das hier benutzen, um die Splitter herauszuziehen. Mein armes Gesicht. Ich lebe noch. Was? Wie kann es sein, dass mein Hund schon fast mit dem Essen fertig ist? Ich muss mich beeilen. Ich weiß schon. Ich werde die Spritze benutzen, um den ganzen Kaktussaft auszusaugen. Das kann ich mit einem Mal trinken. So, fertig. Grace gewinnt einen Punkt für diese Herausforderung. Ihr armer Hund hat seinen leckeren Kaktus noch nicht aufgegessen. Wow, das ist der größte Frappuccino, den ich je gesehen habe. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu probieren. Ende nicht erlaubt. Ach, komm schon. Oh, das wird einfach sein. Ich brauche keine Hände zum Essen.
Das ist so schwer. Ich bin doch kein Hund. Was ist, wenn ich mein ganzes Gesicht zuschlage? Ich glaube, ich habe eine Schlagsahneperücke auf dem Kopf. Ich bin fertig. Ich will mehr. Oh. Der Hund gewinnt einen Punkt. Zuckerwatte? Das wird ein Kinderspiel. Stopp. Hä? Ein saures Messgerät? Die Spieler bekommen Zitronensaft auf ihre Zuckerwatte gegossen. Wir sind noch nicht fertig. Auch Giftmüll und Regenbogenbonbons. Saurer Sirup und saure Gummibärchen. Bitte sag mir, dass das alles ist. Ein paar saure Sprühbonbons, um das Ganze abzurunden. Wir sind dem Untergang geweiht. Das gefällt mir gar nicht. Okay, hier kommt der erste Geschmack. Nur ein bisschen lecken. Schon zu sauer. Ich sabbere schon. Igitt, Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass ich das vertrage. Lass es mich versuchen. Ich kann nicht. Ich werde nicht aufgeben. Ich bin kein Feigling. Ich werde diese saure Zitrone essen, wenn ich muss. Los geht's. Zu sauer. Ich dachte, du wärst ein Hund. Jetzt bist du nur noch ein Angsthase. Grace gewinnt einen Punkt. Essen. Wow, wir essen Burger. Deiner sieht einfach aus und meiner sieht lecker aus. Warte, ein Squishy? Squishy? Ich habe eine Idee. Schau, geh und hol den Squishy. Squishy! Dieser echte Burger gehört mir. Du hast mich verraten. Ach so. Hä? Was jetzt? Aua! Du willst, dass ich mein eigenes Stirnband hole? Was ist ein Cheeseburger ohne Käse? Ich bin wieder da. Okay, Zeit zum Essen. Nom. Hm? Dieser Käse ist einfach nur Gummi. Ah, ich habe meinen Burger fallen lassen. Lecker. Nein, 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 nein. Nun, niemand bekommt einen Punkt. Bei dieser Herausforderung dürfen Sie würzige Nudeln mit Eiern essen. Das sieht lecker aus. Ich bin ein Walross. Das macht mir nichts aus. Lasst uns reinhauen. Oh nein, ich habe vergessen, wie man Stäbchen benutzt. Mein Ei, es ist unter den Tisch gerollt. Ich kann besser mit Stäbchen umgehen als Sie. Das ist ganz einfach. Ich kann das alles schnell aufessen. Puh, so scharf. Da ist ja mein Ei. Komm her. Ich hab's. Igitt, es ist so dreckig. Was? Wieso bist du fast fertig mit deinen Nudeln? Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Ei essen. Ich werde diese Herausforderung nicht verlieren. Letzter Bissen. Nein, ich habe schon wieder verloren. Der Hund gewinnt die Herausforderung und er bekommt frische Milch als Preis. Ei. Doktor, helfen Sie mir bitte. Mein Haar juckt so sehr. Juckt? Oh, dein Hund hat auch juckendes Fell. Igitt. Warte, lass mich mal genauer hinsehen. Ich sehe, dein Kopf ist voll von Läusen. Zuerst muss ich mich selbst schützen. Dann nehme ich eine spezielle Pinzette, um die Flöhe des Hundes loszuwerden. In diesem flauschigen Fell können sie sich gut verstecken. Igitt, die sind so groß. Jetzt benutzen wir einen speziellen Kamm, um das Fell des Hundes zu reinigen. Schau dir den ganzen Schmutz an. Da ist noch mehr um seinen Kopf herum. Wir müssen dich weiterkämmen, Kumpel. Dieser Kamm sammelt auch das ganze Fell ein, das er verliert. Aber das können wir mit einem einfachen Klick lösen. Was dich angeht, Herrchen, müssen wir auch etwas mit deinem Haar machen. Vielleicht hilft dieses Gerät dabei. Na gut. Oh ja, das lindert den Juckreiz. Danke, Doktor. Lass uns nach Hause gehen. Problem gelöst. Ich habe heute so viel verdient. Oh, da ruft jemand an. Es ist mein Schlangenfreund. Was gibt's denn? Oh nein, ich bin auf dem Weg. Los geht's. Kommt das Miauen aus dem Inneren des Schlangenbauchs? Ich bin ja da. Oh
je, was hast du denn da verschluckt? Keine Sorge, ich habe ein Werkzeug dafür. Eine Schere? Nein. Zange? Die auch nicht. Ein Handschuh? Ja, den werde ich zur Sicherheit brauchen. Hör zu, ich werde meine Hand in deinen Mund stecken und das Objekt herausziehen. Mal sehen. Ich glaube, ich habe es. Es ist genau hier. Okay, ich werde es jetzt herausziehen. Tief einatmen. Du hast eine Katze verschluckt? Ich bin am Leben. Das war's mit meinem Abendessen. Du böses Schlangenvieh. Ich esse keine Katzen. Hier, du kannst dein Ei haben. Bye bye. Schauen wir mal. Herr Doktor, Hilfe, meine Katze hört nicht auf, fett zu werden. Okay, legen Sie sie hin und lassen Sie mich nachsehen. Was ist das hier? Ein Schwangerschaftstest? Es scheint, dass Ihre Katze schwanger ist. Wahnsinn! Wir sollten einen Ultraschall bei ihr machen. Dann sehen wir, wie es ihren Kätzchen geht. Sieh es dir auf dem Bildschirm an. Oh, die wachsen aber ganz schön schnell. Oh nein, die Fruchtblase der Katze ist geplatzt. Oh je, sie steht kurz vor der Entbindung. Okay, dann wollen wir mal. Atme tief durch, Kätzchen. Du schaffst das schon. Jetzt pressen. Da ist sie. Wahnsinn. Ein süßes kleines Kätzchen. Aber da ist noch mehr. Ich sehe den Kopf. Noch ein süßes Kätzchen. Ja. Oh, das nächste ist auch ein großes, gesundes Kätzchen. Ich habe 3 neue Katzen? Oh ja. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe nicht nur eine, sondern gleich 4 Katzen. Ich könnte ein Nickerchen gebrauchen. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Mama Katze hat gute Arbeit geleistet. Okay, ich werde ihrer Katze jetzt die Impfung geben. Lass mich in Ruhe, Frau. Sie können aggressiv werden. Bitte bleiben Sie ruhig. Ich sagte, lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Aua, aua, mein Gesicht. Es tut mir so leid. Ist schon gut. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Das ist ein Katzenspielzeug. Darin ist Katzenminze versteckt. Wie wäre es damit, Kätzchen? Hm, ein Snack. Jetzt, wo sie sich beruhigt hat, werde ich versuchen, den Wurm aus ihrem Ohr zu entfernen. Igitt, das ist die Ursache für ihre Aggressivität. Und jetzt geben wir ihr die Spritze. Vielen Dank, Herr Doktor. So, fertig. Ich bin froh, dass es meiner Katze jetzt gut geht. Hier ist die Bezahlung. Mach's gut. Mach's gut. Passt auf. Aua. Ich werde fallen. Aua. Ich habe mir den Kopf gestoßen. Was war das denn? Hä? Das ist ein Hamster. Aua, das ist so heiß. Heiß, heiß, heiß. Okay, lass mich deine Temperatur messen. Wir müssen erst den Hamster aus diesem Ball befreien. Hey, lass mich runter. Mal sehen. Die Ergebnisse sagen... Du hast hohes Fieber. Oh nein. Es tut mir leid, Kumpel, aber du musst die Medizin nehmen. Igitt, ekelhaft. Was? Du musst es nehmen. Warte, ich weiß, was ich tun muss. Ich verstecke die Pille in der Gurke. So müsste es klappen. Lecker. Das ist der beste Snack, den ich je gegessen habe. Ja, ich bin so schlau. Oh ja. Was? Er hat die Gurke gegessen, nur die Pille nicht? Ach, komm schon. Ich muss mir einen anderen Weg ausdenken. Ist das ein Hamsterplüschtier? Ja, ich hab's. Es ist an der Zeit, ein Exempel zu statuieren. Schau, dieser Hamster will die Pille nicht nehmen. Das bedeutet, dass ich ihm stattdessen eine riesige, furchterregende Spritze gebe. Mama mia! Bekomme ich jetzt eine Spritze von diesem riesigen Ding? Okay, okay, ich nehme die Pille. Nimmst du sie jetzt? Ja, gut. Hier ist sie. Danach habe ich mir einen Karottensnack verdient. Sehr gut. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Hallo, willkommen in der Tierarztpraxis. Ich sehe, du hast deine Katze mitgebracht. Hallo, wie geht es dir? Ich lasse dich eine Weile spielen. Eine Katze, hä? Huh? Haha, du weißt, was zu tun ist. Du hast diese Katze, stimmt's? Los, greif sie jetzt an. Oh oh, eine Katze gegen einen Hund. Hä? Huh? Oh je, mein armes Kätzchen, ich kann nicht hinsehen. Aua, hör sofort damit auf. Oh nein, sie ist verletzt. Ich muss sie behandeln. Bitte rettet sie. Wir müssen sie auf das Bett legen. Oh nein, sie bewegt sich nicht. Was ist mit ihr passiert? Ist sie weg? Ich werde sie wiederbeleben. Es geht nichts mehr. Achtung! Ah, es hat
nicht geklappt. Oh, mein Kätzchen! Wir brauchen deine Hilfe, um sie zu retten. Bitte! Oh nein! Der Geist der Katze verlässt ihren Körper. Was sollen wir jetzt tun? Oh, ich weiß es! Ich brauche einen Snack. Was zum... Wo ist es hin? Vielleicht braucht meine Katze nur ein Leckerchen. Hier, Kätzchen, Kätzchen. Das ist lecker. Es hat geklappt. Sie war eben doch hungrig. Hast du noch mehr davon? Helft mir. Was ist denn los? Der Plastikbeutel meines Fisches ist undicht. Er hat kein Wasser mehr. Ihr Aquarium ist kaputt. Oh je, wo soll ich den Fisch zuerst unterbringen? In meinem Mund. Was machst du denn da? Hast du gerade meinen Fisch gegessen? Wir haben keine andere Wahl. Gib mir eine Sekunde. Wir brauchen diesen Wasserbehälter. Wir werden ihn mit Wasser füllen. Ja gut. Dein Fisch wäre fast rausgerutscht. Jetzt komm mit. Na gut. Was kommt als nächstes? Zuerst schneidest du den vorderen Teil des Behälters aus. Genau so. Lass uns dieses zusätzliche Stück loswerden. Dann dekorieren wir das Innere mit Kieselsteinen. Wahnsinn, das ist eine ganze Menge. Meine Fische würden das lieben. Schau dir diese Farben an. Das sollte alles sein. Als nächstes nimmst du den Erste-Hilfe-Kasten heraus. Darin befindet sich eine spezielle Lampenpflanze. Setze sie ebenfalls in den Behälter. Jetzt ist es an der Zeit, den Behälter mit Wasser aufzufüllen. Juhu! Achte darauf, dass du ihn bis zum Rand füllst, damit deine Fische mehr Platz zum Schwimmen haben. Perfekt! Huch, fast hätte ich die Fische vergessen. So, das war's. Willkommen in deinem neuen Aquarium. Hier ist es besser als in der dunklen Höhle, aus der ich gerade gekommen bin. Vielen Dank, Herr Doktor. Kein Problem. Herr Doktor, sehen Sie, was ich gefunden habe. Es ist ein riesiges Ei. Was ist es denn? Huh? Ich kann es anhand der Geräusche nicht erkennen. Ich habe es gerade am Meer gefunden. Ich frage mich, was es ist. Könnte es eine Mittwochspuppe sein? Eine Barbie-Puppe? Wahrscheinlich nicht. Was denkt ihr? Kommentiert unten. Lasst uns wissen, was ihr denkt, was in dem Ei ist. Oh, es knackt. Das ist es. Wir werden gleich herausfinden, was es ist. Ist das ein Schwanz? Wahnsinn! Es ist eine Puppe der kleinen Meerjungfrau. Ich habe noch nie so eine Puppe gesehen. Sie ist so schön. Wir sollten ihr eine Impfung geben. So, das wär's. Ist sie groß geworden? Versteckt euch! Sie hat sich in eine echte Meerjungfrau verwandelt. Schön, dich kennenzulernen. Ist sie echt? Oh mein Gott! Hallo! Das ist fantastisch. Ich kann nicht glauben, dass ich ein Meerjungfrauenhaustier habe. Lass uns spielen gehen. Tschüss. Ich werde ein Nickerchen machen. Oh nein. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Der Mann ist auf dem Boden eingeschlafen. Jetzt ist seine Schlange aus ihrem Haus gekommen. Oh oh. Sie steuert direkt auf den Mund des Mannes zu. Oh? Helft mir! Die Schlange ist in seinem Mund. Was ist denn hier los? Oh je. Helft mir. Ich habe meine Schlange verschluckt. Ich werde versuchen, sie herauszuziehen, okay? Nein, nein, nein. Sie versteckt sich wieder in deinem Mund. Was soll ich tun? Oh, ein Hamsterball. Den muss ich mir ausleihen, bitte. Ich werde deine Hilfe brauchen, Kumpel. Hey, lass mich runter. Ich werde die Schlange mit dem Hamster herauslocken. Da ist er. Jetzt kann ich sie herausziehen. Langsam. Ich hab's gleich. Wow! Ich hab sie! Ich hab sie! Bringen wir ihn zurück in seinen Käfig. Bist du okay? Ich konnte das Gift schmecken. Mach dir keine Sorgen. Du kannst dieses saure Bonbon probieren. Wahnsinn! Ich liebe Bonbons. Bitte funktioniere. Das schmeckt wirklich gut. Was für ein Tag. Barbie ist aufgeregt, das Geschlecht ihres Babys zu erfahren. Zeit, den Ballon platzen zu lassen. Es ist ein Mädchen, genau wie diese Barbie-Puppe. Ich kann es kaum glauben, mein kleines Mädchen kennenzulernen. Jetzt ist Prinzessin Peach an der Reihe, das Geschlecht ihres Babys herauszufinden. Sie wird es in Pinata-Style machen. Ja! Wer liebt nicht all diese Schätze? Aber noch besserer Schatz wartet auf dich. Ein Lego-Mario? Ich werde einen kleinen Jungen bekommen.
Es ist ein Junge. Meinst du, er will nicht den langweiligen alten platzenden Ballon? Ist das eine Bombe? Alle in Deckung! Das war knapp. Es ist ein Mädchen. Nun, das ist nicht gerade aufregend. Ich lebe. Geh in deine Zelle. Beeil dich. Autsch. Vorsichtig, ich bin schwanger. Endlich kann ich mich hinlegen. Hey, raus da! Wie kannst du es wagen? Das ist mein Bett. Husch, husch. Mensch, mein Bett muss immer wieder gemacht werden. Der Polizist, juhu. Gustav sein. Ich bezahle dich, dass du mein Bett nach meinem Geschmack dekorierst. Ich hoffe, du machst das gut. Es ist fertig. Lass mich mal sehen. Wahnsinn, alles ist rosa und schick. Dein Lack ist auch weich und flauschig. Irgendetwas fehlt noch. Aha, ein Poster von mir. Häng es auf. Von all dem Rosa wird mir übel. Das ist perfekt. Zeit, sich hinzulegen. Du kannst jetzt gehen. Ha? Was machen die Bauarbeiter hier? Ein Goldbarrenbestechung? Dieser Trick kommt mir bekannt vor. Warum nehmen sie das Gitter mit? Was hat das zu bedeuten? Was für ein Auftritt der megareichen Prinzessin Peach. Mich steck fest. Peachs königliches Bett ist definitiv besser als Barbies flauschiges Bett. Was guckst du so? Was für eine Angeberin. Und du am Wednesday? Ich mach mein Bett selbst. Eine Schaufel? Sieht aus, als hätten wir noch einen Baumeister im Zimmer. Hey, du machst mein Bett ganz schmutzig. Das ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um noch Schätzen zu graben. Aha, ich habe ihn gefunden. Den Sarg eines Gefangenen. Danke, dass du mir deinen Sarg leihst. Hey, Git, hast du ihn gerade einem Skelett geküsst? Ab mit dir. Ich muss mich auf ein neues Bett legen. Ah, entspannend. Es sieht so aus, als ob der Wettbewerb noch lange nicht vorbei ist. Der Arzt ist hier, um eine Ultraschalluntersuchung zu machen. Ich zuerst? Für so viel Geld, klar. Ich will zuerst und ich gebe dir all diese Goldmünzen. Gold ist besser als Bargeld. Prinzessin Peach ist zuerst dran. Wie kannst du es wagen? Ich werde so reich sein. Also gut, fangen wir mit dem Ultraschall an. Dann wollen wir mal sehen. It's me, Mario! Woohoo! Er ist so niedlich. Ist das Kind gerade gesprungen? Ich bin dran, beeil dich! Ich kann das Geld sicher nicht warten lassen. Los geht's! Zuerst Geld, bitte! 10.000 Dollar? Wir sind soweit. Lass es mit dem Ultraschall beginnen. Schöne Barbie, genau wie Mama. Sie scheint sehr gesund und reich zu sein. Ha? Ich zahle dir eine Münze. Nur eine Münze? Das wird nicht reichen. Oh-oh, du hast Wednesday wütend gemacht. Ha? Wo ist das Ultraschallgerät? Das eiskalte Händchen hat das Ultraschallgerät für Wednesday gestohlen. Ich werde es selbst machen. Wer braucht schon einen Arzt, wenn man einen Ultraschall selbst machen kann? Gut gemacht, eiskaltes Händchen. Lass uns mein Baby kennenlernen. Entschuldige bitte, du hast nicht für den Ultraschall bezahlt. Wow! Willst du meiner Mama wehtun? Ich brauche nur das Ultraschallgerät. Mach's gut! Es besteht kein Zweifel, dass sie das Baby von Wednesday ist. Hier ist dein Essen. Ein Ungezieferbrei. Iss ihn einfach. Das ist ein ziemlich einzigartiger Geschmack, nicht wahr? Und ich dachte, Wednesday würde Spinnen mögen. Igitt. Barbie bekommt auch den Ungezieferbrei. Igitt, nimm das ganze Geld und gib mir einfach besseres Essen. Einverstanden. Wie wär's mit einem Wurst-Sandwich? Endlich mal was Richtiges zu essen. Ich muss los. So unfair. Natürlich bekommt Peach den gleichen Brei. Igitt, hier ist dein Goldbarren. Hol mir leckeres Essen. Pizza, lecker. Warum bekommt sie eine Pizza? Ich will auch eine. Ich habe keine Pizza mehr, aber was ist mit Schlagsahne? Ich finde, Schlagsahne und Wurst passen nicht gut zusammen. Aber Hauptsache Barbie ist glücklich. Ich will auch etwas Süßes. Dann nimm ein Stück Kuchen. Das ist ein guter Belag für deine Pizza. Das sieht nicht gut aus. Ich will keinen Kuchen. Schlagsahne schmeckt auch nicht gut.
Salat? Das ist mir egal. Ess sie. Mein Gott, genießt einfach euer Essen. Mit einem riesigen schwangeren Bauch kann man nur schwer schlafen. Das war's, ich rufe nach Verstärkung. Hilfe! Ist das ein Einhorn? Es ist Cam. Ich hab dir einen Schwimmreifen mitgebracht. Ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Was hast du für mich mitgebracht? Huh? Wofür ist der Schwimmreif? Komm erstmal vom Bett runter, dann zeige ich es dir. Leg dich auf den Floaty. Achte darauf, dass dein Bauch in das Loch passt. Okay, dann. So? Wow, das ist so gemütlich. Sag ich doch. Du hast auch ein Einhorn zum Kuscheln. Du bist der beste Freund aller Zeiten. Träum süß. Das war süß. Jetzt ist Peach ein bisschen eifersüchtig. Wenn doch nur... Wahnsinn. Hallo, it's me. Mario? Ich habe dir etwas mitgebracht. Wow, ist das für ein Kissen für meinen Bauch? Ich liebe es. Ist so gemütlich. Zeit, um zu verschwinden. Ist das nicht schön? Ihr Bauch ruht bequem auf dem Kissen. Alle sind so laut. Ich muss den Deckel schließen. Oh, ihr Bauch ist im Weg. Eiskaltes Händchen. Was hat eiskaltes Händchen mit einem Messer vor? Will er Wednesday den Bauch aufschneiden? Oh, puh. Er hat gerade ein Loch in den Deckel gemacht, damit Wednesdays Bauch reinpasst. Eiskaltes Händchen ist wirklich handwerklich begabt. Wenn sie eine ganze Flasche Saft trinkt, kann es nur eins bedeuten. Ihre Blase wird voll sein. Oh Mist, ich muss pinkeln. Herr Polizist, komm hier. Bring mich zur Toilette, bitte. Auf die Toilette, ja? Kein Problem, los geht's. Ich muss auch pinkeln. Ich zuerst. Wow, es ist eine Hand. Ich würde auch gerne auf die Toilette gehen. Nimm mein Geld, ich gehe zuerst. Ich habe einen Goldbarren. Natürlich entscheidet sich der Polizist für das Gold. Prioritäten, habe ich recht? Oh, beeil dich! Ich gebe dir nur 5 Minuten. Peach wird diese dreckige Toilette auf keinen Fall benutzen. Igitt, was für ein Monster lebt hier? Du musst mich in ein schickes Badezimmer bringen. Hier entlang, bitte. Alles ist aus Gold, genau wie du es bevorzugst. Das ist perfekt. Was für eine Erleichterung. Okay, wer ist die Nächste? Ich hab Geld. Tut mir leid, das reiche Mädchen kommt zuerst dran. Los, rein mit dir. Ah, ich werde keine schmutzige Toilette benutzen. Mehr Geld, folge mir. Du kannst diese Toilette benutzen. Wie bitte? Verschwinde von hier. Das ist schon jemand drin. Huch, versuch es nicht mal an. Wow. Wow, alles ist rosa. Diese Toilette ist wie für mich gemacht. Ich bin so erleichtert. Cool, es gibt Toilettenpapier aus Geld. Bin ich jetzt dran? Ah, du hast mich erschreckt. Warte, wie bist du rausgekommen? Was zum... Wo sind meine Schlüssel? Oh, du hinterhältiges Ding. Gib das her. Komm, ich bring dich zur deiner Toilette. So, los geht's. Was? Das gibt es doch nicht. Wednesday bietet eine 1-Dollar-Münze an, aber das reicht dem Kopf natürlich nicht. Dann zahle ich eben für deine Socken. Meine Socken? Was hat Wednesday mit den Socken des Polizisten vor? Oh, ich verstehe. Socken können als Toilettenschutz dienen. Jetzt ist es sogar extra warm. Tu sie nach Gebrauch einfach direkt in die Wäsche. Es ist Badezeit für die Damen. Natürlich ist Mega Reich zuerst dran. Oh, wie auch immer. Ihre Badewanne ist wahrscheinlich hässlich. Ein goldenes, schickes Bad für dich, Prinzessin Peach. Ich liebe es. Nimm meinen Bademantel und verschwinde von hier. Oh, es ist so entspannt. Bin ich jetzt dran? Bring mich in mein Bad. Das dauert aber ganz schön lange. Du hast einen besonderen Vorhang und einen Duschbereich nur für dich. Na toll. Privatsphäre, bitte. Ups, tut mir leid. I'm a bad girl in a Barbie world. Oh, ich kann meine Füße nicht erreichen. Ich brauche Hilfe. Wow, das ist eine Menge Geld.
Im Tausch gegen diese Stiefel. Interessant. Fülle einfach Seife und etwas Wasser hinein, bis du den ganzen Stiefel voll hast. Barbie hat jetzt keine Probleme mehr, ihre Füße zu reinigen. Weiche einfach deine Füße darin ein und sing dir unter der Dusche die Seele aus dem Leib. Und schon sind deine Füße ganz sauber. Diese Sketchup ist so clever. Also gut, Wednesday. Deine Badewanne ist gleich hinter dir. Nur eine kleine Wanne? Ah, dreh dich wenigstens um. Lass mir meine Ruhe. Oh, ich sehe nichts. Es ist eine schöne Wanne. Du musst dich nur so klein wie möglich machen. Danke für die Seife, eiskaltes Händchen. Du bist so eine nette Hand. Sieh dir diese winzige Badewanne an. Oh, Verlierer. Warte, ist das ein Waschbecken? Du nennst das eine Badewanne? Oh je, die Mädchen haben Wednesday gerade verärgert. Was hat sie denn jetzt vor? Ich würde mir gerne deinen Duschkopf ausleihen. Oh oh, das wird nicht gut ausgehen. Barbies Dusche könnte ein bisschen Farbe vertragen. So viel Spaß. Zeit zum Abspülen. Lalalala. Wir haben hier eine bunte Situation. Oh yeah, sind das Piranhas? Meine Haustiere würden gerne spielen. Autsch, etwas beißt mich. Hilfe! Ah! Die Putzfrau hat eine Menge zu putzen. Aber es scheint, als hätte sie immer noch Zeit, ein paar schwangere Bäuche zu berühren. Ein schwangerer Bauch! Ich muss ihn anfassen! Er ist so groß und weich! Was machst du denn da? Lass mich in Ruhe! Nimm einfach mein Geld und geh! Schön, jetzt bin ich reich und darf einen schwangeren Bauch anfassen. Das ist nicht gut genug. Dann nimm diese Geldpistole. Wow, wow, schon gut, schon gut. Ich nehme... Oh, ist das nur ein schwangerer Bauch? Endlich! Schwangerer Bauch! Nein, stopp, stopp! Muss anfassen! Hau ab! Hab ich dich! Nicht so schnell. Gott sei Dank. Da drüben ist ein Bauch, den du anfassen kannst. Es ist Wednesday. Los geht's. Ich beobachte dich. Prinzessin Peach ist tabu. Danke, Herr Polizist. Oh, dein Bauch ist so groß. Was zum... Wer hat dir erlaubt, meinen Bauch anzufassen? Geh weg sonst. Wow. Das ist nicht nötig. Ich mach aber einen anderen Plan. Was macht eiskaltes Händchen mit den Stacheln? Ich denke, Wednesdays Bauch könnte etwas Dekoration gebrauchen. Das macht keinen Spaß. Es ist besser, mehr hinzuzufügen, bis der ganze Bauch mit Stacheln bedeckt ist. Wer würde es wagen, einen Stachelbauch anzufassen? Au! Es sticht! Ah! Gut gemacht, eiskaltes Händchen. Fistbump! Was haben die Mädchen heute vor? Wow, ist das ein königlicher Kinderwagen? Endlich ist er da! Er ist perfekt! Hier ist deine Bezahlung. Wahnsinn! Ich gebe dir einen Goldbahn, wenn du mir den Kinderwagen bringst. Auf keinen Fall! Hier ist der Goldbahn. Ja, er ist echt. Ein goldener Kinderwagen passt besser zu mir. Das ist unfair! Ich habe ihn zuerst gekauft! Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich habe eine Idee. Was besser zu meinem Baby als das? Ich danke dir. Wahnsinn. Ich wäre ein Gothic-Kinderwagen. Eine 1-Dollar-Münze für einen Gothic-Kinderwagen? Ich kann dir nur etwas geben, das den Preis wert ist. Ist das ein Schrank hinter dir? Was hat der Kurier vor? Ich hab's. Wow, hörst du auf, dich anzuschleichen? Das ist der einzige Kinderwagen, den du bekommst. Tschüss. Nur eine einfache leere Schublade? Wednesday weiß, wie man Sachen aufpeppt. Wenn ich keinen Gothic-Kinderwagen bekomme, mache ich's auf meine Art. Gut, dass ich schwarze Sprühfarbe dabei habe. Ich will das ganze Ding mit Schwarz überziehen, genau wie meine Seele. Jetzt mache ich noch rote und silberne Ketten drumherum. Ein paar Laken hinein. Und ein Kissen obendrauf. Ich bin mir sicher, dass mein Baby seine neue Hängekrippe lieben wird. Es scheint, dass alle Frauen mit ihren Kinderwagen zufrieden sind. Jeder hat seinen eigenen Stil. Ich lecke hier gerade meine Nägel. Ah, mein Baby hat getreten und jetzt habe ich eine Sauerei gemacht. Oh nein, wie bringe ich sie dazu aufzuhören? Oh, vielleicht hilft die Musik, sie zu beruhigen. Hier, du kannst die Mamas Kopf heraus.
ihr Baby macht wieder Selfies. Ah, endlich! Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert hat. Ich kümmere mich jetzt wieder um meine Nägel. Yay! Au, mein Baby strampelt. Autsch! Baby Mario hat wohl schlecht geträumt. Vielleicht funktionieren Kopfhörer auch bei dir. Es funktioniert nicht. Ich rufe besser Hilfe. Wen hat der Polizist mitgebracht? Na, wenn das nicht die berüchtigte Billie Stylish ist. Verschwinde. Es klappt. Er liebt deine Stimme. Baby Mario schwingt mit. Yeah. Während all die Musik den Babys geholfen hat, fängt sie an, Wednesday zu stören. Oh Mist. Jetzt fängt mein Baby auch noch an zu schreien. Wow, das ist ja ein richtiger Wutanfall hier. Warte, ich erinnere mich an etwas. Was wird Wednesday mit den leeren Dosen machen? Ich verbinde die Dosen mit einer Schnur. Dann funktionieren sie wie ein Telefon und mein Baby kann mir zuhören. In einer stürmischen Nacht gab es ein riesiges, gruseliges Monster. Es funktioniert. Es gibt nichts Besseres, um Baby Wednesday zum Einschlafen zu bringen, als eine Gruselgeschichte. Toll, mein Baby schläft schon. Ich könnte auch etwas Ruhe gebrauchen. Ich kann spüren, wie mein Baby kommt. So viel rosa Wasser. Ich stehe kurz vor der Entbindung. Ah. Oh nein, meine goldene Fruchtblase ist geplatzt. Mein Baby kommt. Huh? Mein Bauch tut weh. Und meine Fruchtblase ist geplatzt. Das ist keine Tintenwischtinte, Wednesday steht kurz vor der Entbindung. Der Arzt wird alle Hände voll zu tun haben. Alle unsere schwangeren Frauen sind bereit für die Geburt. Wer soll ich zuerst behandeln? Mich! Ich würde Geld geben! Die gefällt mir. Ich kann mehr Geld bieten. Wow, deine ganze Kiste voller Geld? Wie kann ich da Nein sagen? Ha? Ich habe nur eine Dollarmünze. Du bist als Letztes dran. Wie auch immer. Natürlich hat der Arzt diejenige gewählt, die am meisten Geld hat. Ich lege das ganze Geld erstmal beiseite. Bist du bereit zu pressen? Atme einfach tief ein und drücke! Ich versuche es! Sie ist raus! Hol sie dir ein kostbares, mega reiches Baby an! Mein Gott, Kind, du bist genau wie Mama! Jetzt bin ich dran! Beeil dich, ich halte es nicht aus! Zuerst das Geld! Das ist genug! Jetzt zu deinem Baby! Tief einatmen und pressen! Ich kann den Kopf sehen! Nur noch einmal pressen! Sie ist da! Dein reiches Baby ist kerngesund! Wednesday kämpft leise vor sich hin. Komm her, Putzfrau. Du wirst mir jetzt bei der Geburt helfen. Soll ich sie einfach rausfinden? Nee, dann nehme ich meine bloßen Hände und ziehe. Pass weiter. Es ist ein großes Baby. Ich presse. Ich habe sie gefangen. Dein Baby weiß, wie man fliegt. Hier ist deine Mama. Mein kleines Golf-Baby. Jetzt bist du endlich bei Mama.